Hallo Leute, hier ist der Dance28 mit Dänemark und herzlich willkommen zum zweiten Video heute. Aber ich muss euch erstmal sagen, es werden auch nur zwei Videos bleiben, weil ich denke, ich werde den Livestream heute ausfallen lassen. Grund dafür ist, ich bin gerade nicht in der Lage dazu. Ihr müsst ja wissen, ich leide an Schlaf. In letzter Zeit habe ich massive Schlafprobleme. Selbst wenn ich mal einen guten Schlafrhythmus habe, also eben nachts schlafen, tags wach bin, dann ändert es sich so schnell. Ja. Klar habe ich gesagt, wahrscheinlich werde ich deshalb versuchen, bald auch meinen Alltag ein bisschen zu ändern. Weil ich ja zurzeit fast eigentlich nur noch den ganzen Tag von morgens bis abends zocken tue. Und ich denke, das werde ich in Zukunft zum Beispiel weniger machen. Damit ich auch wieder einen anderen Tagesablauf habe und so. Und dann mal gucken, ob das dann vielleicht besser ist. Aber okay. In diesem Video geht es ja jetzt nicht darum, sondern herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Dance218 Talk. Ich hatte übrigens, muss ich mal kurz sagen, ich hatte jetzt mal versucht, ein Video zu machen von Dance218 Talk, aber mit einem komplett anderen Thema und ich habe das halt nicht hinbekommen. Ich habe mir als erstes ein Thema gezogen, mit dem ich wirklich leicht reden kann. Und zwar, es geht dieses Mal um meine Erfahrungen mit Beziehungen und auch generell Single-Leben, vor allem natürlich im 21. Jahrhundert, vor allem natürlich eher gesagt in den 2020er Jahren, eigentlich 2010er zählen natürlich auch dazu. So, auf jeden Fall, es geht natürlich darum, jeder kennt es und jeden betrifft es, also die meisten zumindest, außer halt, sie sind keine Fuckboys und sonst irgendwas, also jeder, der kein Fuckboy ist und irgendwelche und Frauen nicht ausnutzen tut, den betrifft dieses Thema, Beziehungen und Single-Leben. Weil ich meine, jeder kennt es, man lernt Mädchen oder halt eine Frau kennen, kann man ja sagen, wie man möchte und so, kann man ja immer wieder anders betrachten. Es gibt auch Erwachsene, die immer noch Mädchen sagen und nicht Frau, ne? Okay, auf jeden Fall, die meisten halt landen dann in der Friendzone. Das ist nämlich auch so natürlich etwas, was mir in der letzten Zeit aufgefallen ist, weil die ganzen Frauen und so und Mädchen, die sagen halt ja immer, immer so, die sagen ja immer, die finden niemanden. Dabei ist es eigentlich so, die richtigen für sie, die sind halt immer in der Friendzone. Das ist ja aber kein Geheimnis mehr. Aber was mir zum Beispiel in letzter Zeit auch aufgefallen ist, heutzutage eine Beziehung zu finden, ist nicht leicht. Nee, es ist gar nicht leicht. Man hat so viele Kriterien. Also nee, ich meine, die haben so viele Kriterien, die man haben muss. Und wenn man diesen Kriterien nicht entspricht, dann kann man sich auf ein schön langes, auf ein ziemlich langes und wahrscheinlich dauerhaftes Single-Leben einstellen. Ja, das ist halt so. Zum Beispiel eben, du musst wirklich gut aussehen. Man soll wirklich gut aussehen. Das ist kein einziges Schönheitsmakel. Und ich muss ganz offen sagen, also ich zum Beispiel, ich kann mich auf ein wirklich langes und auch ewiges Single-Leben einstellen. Klar, weil als erstes eben ich mit übergewichtigem Körper und so, man sieht doch hier Schwabbeldings und so. Dann eben Gesicht sitzt auch nicht so unbedingt, sitzt nicht richtig. Und das, ne, ist halt für viele wahrscheinlich eher nicht so attraktiv. Aber okay, ist halt so. Natürlich ist es trotzdem scheiße, wenn man halt dann dauerhaft ziehen muss und so, vor allem, ja. Ich weiß, einige sagen immer so, ja, das ist doch echt egal, weil guck mal. Aber ganz im Ernst, also mir, er sagt, ist es nicht egal, ich hätte schon gerne eine Beziehung. Vor allem jemanden, also einen Partner, mit dem ich dann auch durchs Leben gehen kann. Ja. Und nicht irgendwann dann ganz alleine, dann irgendwann bin. Weil irgendwann habe ich niemanden um mich herum. Naja, irgendwann sind alle dann weg und dann brauche ich jemanden ganz alleine da. Und nee. Auf jeden Fall, So, jetzt kommen wir mal zum richtigen Punkt, seine Beziehungen. Und zwar, es ist halt mittlerweile wirklich ziemlich schwer, eine Beziehung zu finden, weil eben solche die meisten. Also eben wie schon gesagt, wenn du diese Kriterien nicht erfüllst, ich weiß natürlich nicht, was sie sind, nur ich weiß, dass ich diese nicht entspreche, aber auf jeden Fall, wenn du diesen Kriterien nicht entsprechen tust, dann kannst du eigentlich das Beziehungen komplett vergessen. Ja, höchstens vielleicht Fernbeziehungen, aber die sind halt nicht dauerhaft.
Das musste ich nämlich auch feststellen. Klar, aber zum Beispiel, ich hatte bisher noch nie eine, ich hatte noch nie eine richtige Beziehung. Also so in Real Life oder so, ne, weißt, wo man halt dann auf Dates geht, wo man sich umarmen tut, wo man sich küssen tut, wo man ab und zu ein bisschen Sex hat und so. Das hatte ich alles noch nie. Ja, klar, also dadurch, ich hatte noch nie ein Date, ich wurde noch nie geküsst und ich bin auch noch Jungfrau. Ich meine, was soll ich denn machen, ne? Ich meine, Puff gehen zählt nicht, Leute, ganz im Ernst. Das, nee, Mann. Und ich bin ja wenigstens gut. Ich gehe nicht draußen vergewaltige oder so. Nee, Mann. Das habe ich jetzt auch nicht nötig. Nee, weil ich sag mir immer, guck mal, dann konzentriere ich mich auf die anderen Dinge. Erstmal dann so auf mich und so. Und dann irgendwann vielleicht auch, wenn ich mich körperlich verbessert habe und so. Dann würde ich auch wieder mehr so richtig aktiv Beziehungen und so. Ich sag klar, wenn. Natürlich wäre es nice, wenn eine plötzlich kommen würde und mich, so wie ich bin, akzeptiert. Klar, aber ich kann es auch verstehen, wenn es natürlich nicht ist, weil ich meine, klar, niemand, wirklich, eigentlich niemand möchte wirklich einen übergewichtigen Freunde zu haben. Also, das ist, ja, okay. Aber ich eben sage hier eben meine Erfahrungen und sowas halt. Ja. Aber eben zum Beispiel, aber was ich sagen muss, von Fernbeziehungen rate ich jedem ab. Geht nicht in Fernbeziehungen. Beziehungsweise auch. Nee, 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 sorry, 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 sorry. Ich muss es nochmal komplett zurücknehmen. Ich meine nicht Fernbeziehungen. Nein, das habe ich auch schon mittlerweile erweitert, diese Bezeichnung. Ich meine Internetbeziehung. Internetbeziehung. Nicht Fernbeziehung. Das habe ich auch letzterst irgendwann mal gecheckt. Und zwar nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer Fernbeziehung und einer Internetbeziehung. Das müsst ihr bedenken. Fernbeziehungen könnte schon eingehen. Zwar ist es ein bisschen, ist es kritisch, ne? Aber es ist kein Weltuntergang. Sofern die Entfernung nicht so groß ist. Und Leute, ist egal, was man sagt. Was man jetzt sagen tut, weil, guck mal, ja, Liebe kennt keine Entfernung und so. Ja, weil ein Schwede und irgendwie, Schwede und Indien oder so irgendwie. Und der ist mit einem Fahrrad nach Schweden oder nach Indien gefahren, mit dem Fahrrad und so. Ja, aber trotzdem. Heutzutage ist es halt nicht, ist es halt anders. Das ist halt anders halt. Ja. Und für Reisen und so ist da zum Beispiel gar nichts Geld. Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnst und du mit jemandem in einer Beziehung bist, der zum Beispiel in der USA wohnt. So, da bin ich erstmal ganz offen, Kass, es ist. Naja. Wenn du warten kannst, dann ist es okay, aber wenn du ungeduldig bist, dann vergiss es lieber. Weil so schnell wirst du nicht in die USA kommen. Nee, was willst du denn machen? Dir ein Boot holen und rüber rudern? Da brauchst du Wochen. Da brauchst du Wochen. Und ansonsten mit dem Flugzeug brauchst du Geld. Und auch viel Geld. Also, ja. Das spielt alles mit, aber nur noch eine Frage von Geld. Ja. Okay, aber auf jeden Fall trotzdem, also Fernbeziehungen kann man schon eingehen, wenn die Entfernung nicht so groß ist. Ja, Leute, das müsst ihr halt immer bedenken, weil eben die Leute immer sagen, ja, Liebe kennt keine Entfernung oder Liebe kennt kein Alter. Und wer Letzteres sagt, Leute, yo Olli, ich sag nur yo Olli und so. Also Liebe kennt schon Alter. Also ganz im Ernst, man sollte nicht Minderjährige daten oder sowas. Das ist ein absolutes No-Go. Aber okay, zurück zum vorigen Ding eben, Fernbeziehung und Internetbeziehung. Was ist der Unterschied zwischen einer Fernbeziehung und einer Internetbeziehung? Also zum Beispiel, eben muss ich mittlerweile sagen, ich hatte keine Fernbeziehung eigentlich. Ich hatte wirklich Internetbeziehungen. Ich hatte nur Internetbeziehungen. Weil Fernbeziehungen ist eher etwa, sind halt eher Beziehungen, die halt weiter weg wohnen. Aber das muss nicht unbedingt fake sein. Das kann eine echte Beziehung sein. Und es kann auch eine Real-Life-Beziehung sein. Zum Beispiel eben. Du lernst jetzt zum Beispiel eine Person kennen. Das kann zum Beispiel im Urlaub sein oder in der Stadt oder wo auch immer. Und ihr versteht euch. Ihr versteht euch wirklich so schnell, dass ihr vielleicht auch schon direkt zusammenkommt. Und dann erfährt ihr aber, ihr wohnt nicht in derselben Stadt. So. Und trotzdem bleibt ihr Kontakt und bleibt in der Beziehung. Dann habt ihr halt eine Fernbeziehung. Könnt ihr euch ab und zu besuchen und so. Ist alles okay. In einer Internetbeziehung aber ist es so, da lernst du die Person im Internet kennen.
Und übrigens zu 99,9% sind diese Beziehungen fake. Ja, zu 99,9% sind diese Beziehungen fake. In meinem Fall sogar 100% übrigens. Also bisher war, also nach meiner Strategie sind es eigentlich 100%. Aber ich sage eben 99,9%, weil es natürlich auch eine 0,01%ige Chance gibt, dass eine Internetbeziehung auch wahr sein kann. Aber in den meisten Fällen ist es halt eben fake. Also wenn du eben in eine Internetbeziehung eingehst, selbst wenn die Person am anderen Ende die Person ist, für die sie sich ausgibt, heißt das noch lange nicht, dass es alles echt ist. Nein, Mann. Guck mal, also wie gesagt, ich hatte also bisher noch nie wirklich eine richtige Beziehung. Ich zum Beispiel, ich bin, er sagt, mittlerweile schon so krass und sag, er sagt, wenn ich eine Internetbeziehung hatte und so und die ist beendet, dann zähle ich sie nicht mehr dazu. Weil okay, war halt fake und Fake-Beziehungen zähle ich nicht auf. Weil manchmal fragt man sich immer so, ja, wie viele Beziehungen hattest du schon? Und ich kann übrigens auch sagen, Aitora, null. Weil es war alles echt, das war alles fake. Und jetzt, wenn man so sagt, wie viele Fake-Beziehungen hattest du? Ich glaube, 20. Ja. Und ich habe auch gesagt, ich würde erstmal nicht mehr wirklich in Bezug richtig Beziehungen eingehen und so. Ja, erstmal würde ich mich auf mich konzentrieren und wenn nicht, weil ich irgendwann auch generell besser bin. Ich meine, besser in allem. Dann würde ich wirklich so richtig nach Beziehung suchen. Klar, wenn jetzt, wie schon gesagt, wenn jetzt eine plötzlich kommen würde und so, ich würde nicht unbedingt Nein sagen, weil ich bin halt so einer, der immer sagt, ne, man weiß ja nie, am Ende könnte das ja die richtige sein. Okay, natürlich muss er wissen, ich nehme natürlich nicht jede an. Klar, also ich habe auch schon einige Körbe verteilt und sowas und sonst was. Weil natürlich habe ich auch einige Mädchen kennengelernt, die definitiv nicht mein Typ waren. Ja. Auf jeden Fall im Thema Beziehung habe ich jetzt gerade unbedingt nichts mehr gerade zu sagen. Ja, außer halt eben, ja, es ist zu Zeiten auch echt eine schwierige Sache generell, Beziehungen zu haben und sonst irgendwas. Und weil hauptsächlich enden sie irgendwie fake oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst einen Like da. Und wenn euch meine anderen Videos gefallen haben, dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Und schreibt doch in die Kommentare, worüber ich als nächstes reden soll. Also, bis zum nächsten Mal bei Dänemark. Und übrigens, die schon nicht vergessen, ich mache heute keinen Livestream. Ich bin viel zu müde dafür. Auf jeden Fall, tschüss.